Hey Leute und willkommen zu einem neuen Channel-Update-Video von mir mit fast 500 Abonnenten. Es war so jetzt nicht geplant. Ich wollte einfach nur mal wieder ein neues Update-Video machen mit dem neuen Jahr, euch ein frohes Neues noch wünschen. Aber wir haben es so gesehen fast geschafft. Die 500 Abonnenten-Marke haben wir fast geknackt. Darum ging es mir jetzt aber nicht unbedingt. Also ich wollte einfach mal ein kleines Update-Video machen. Wie läuft es denn so auf dem Channel? Was könnt ihr euch in dem neuen Jahr jetzt so von mir erwarten? Was wird so von den Spielen gezeigt? Und so weiter und so fort. Dann gucken wir uns erstmal so ein bisschen das alte Jahr so gesehen an. Wir haben wieder schön viele Videos, auch schön viele verschiedene Spiele. Ich finde so die Auswahl ist eigentlich immer ganz okayisch. Ich kann leider nicht mehr Videos anfangen, weil es sonst einfach zu viel ist, also mehr verschiedene Spiele. Deswegen war meine Idee, da müsstet ihr mir einmal mal sagen, wie ihr das so finden würdet, dass ich mehr angezockt Formate reinnehme, wo ich halt ein bisschen mehr Spiele einfach so ein bisschen mal anzocke, so 4, 5 Episoden, wie wir es jetzt zum Beispiel bei RimWorld gemacht haben. Wobei bei RimWorld, da mache ich vielleicht noch ein, zwei Videos, mal gucken. Das ist ja gerade mal so der Start so ein bisschen drin gewesen. Ansonsten, was können wir auf jeden Fall noch erwarten? Die Season geht bald los von League of Legends. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin momentan Platin 3. Und ab 16.01. ist das, glaube ich, fängt so gesehen die neue Season an. Alles wird geresettet. Und man muss, glaube ich, wieder diese 10 Einstiegsspiele spielen, die ich auf jeden Fall alle, auch wenn sie hier verloren gehen oder gewonnen sind, hochlade. Um dann einfach zu sehen, ja, wo reihe ich mich denn ein in die neue Season? Das wird, denke ich mal, hoffentlich irgendwas mit Gold. Ansonsten, was geht noch weiter? Stardew Valley, da sind wir langsam an einem Punkt angekommen, wo ich, denke ich mal, auch stoppen werde. Ich werde auf alle Fälle noch das Community Center fertigstellen, dass wir die Cutscene noch sehen. Eigentlich hatte ich von Anfang vor noch bis zu dem einen Event mit dem Opa zu kommen, wo er euch sogar sehen so ein Ranking gibt. Spoiler-Alarm, mal so kurz gesagt. Ah, weiß ich nicht. Ich muss ein bisschen Platz machen, weil jetzt bald geht Northgard los. Das wird richtig interessant. Da habe ich ja jetzt hier schon so ein paar Clans mal angezockt. Und Northgard wird dann bald die Beta kommen für die Kampagne. Und ich hoffe mal, die ist für alle dann auch freigeschalten, die jetzt an dem Early Access teilgenommen haben. Ich hoffe, weil dafür habe ich mir das Spiel eigentlich eher geholt. Ich war jetzt nicht so dieser Skirmish-Mensch, sondern ich bin eher so der Kampagnenspieler-Mensch. Mensch. Und die soll angeblich jetzt im ersten Quartal, irgendwie haben sie auch ein paar schon geschrieben, im Januar. Kann ich kein genaues Datum nennen, aber auf jeden Fall werde ich da einen richtigen Playthrough machen durch die Kampagne. Muss ich mir ganz gut überlegen, mit welchen Clan ich da spiele. Aber auf jeden Fall mal gucken. Genau das gleiche mit They Are Billions. Ist auch ein Spiel, was wirklich einen richtig guten Lauf, sage ich mal, gerade hat. Also es ist bei Twitch unter den Top 5 gespielten Spielen und es ist schon ganz ordentlich, ja, war sogar zeitweise mal ein bisschen auf Platz 1 und ist auch bei den Topsellern bei Steam mit dabei gewesen. Da werde ich auf jeden Fall, das ist ein richtig, richtig cooles Spiel, muss ich sagen, fürs Streamen, weil so die Runden in der Regel so 2 bis 3 Stunden gehen, je nachdem, ob man den Versuch überlebt oder nicht. Aber ich habe es mir primär eigentlich auch eher für die Kampagne geholt, aber für einen Stream bin ich echt am Überlegen, ob ich da zwischendurch immer mal so einen Day of Billions Stream mache. Der lief jetzt auch richtig gut. Also ich fand, der war ein guter Run auf jeden Fall. Also da werden wir auf jeden Fall auch ein paar mehr Videos sehen. Endless Space müsste ich jetzt auch hoffentlich bald fertig sein. Da müssen wir auch Platz machen für die neuen Sachen, denn so gesehen. Total War spiele ich auf jeden Fall noch weiter, auch wenn die Aufrufzahlen bei Total War wirklich noch mit am schlechtesten sind. Aber an sich macht mir das Spiel halt einfach Spaß und deswegen, ich zock einfach weiter durch. Vielleicht kommt ja irgendwann mal doch noch ein Ansturm und die Leute wollen sehen, wie die Hochelfen mehr oder weniger hoffentlich gewinnen. Wo es auf jeden Fall noch weitergeht, ist ganz klar Oxygen. Ist immer noch mein Top-Tier-Spiel Nummer 1 mit den besten Aufrufzahlen und allen drum und dran.
Von daher werden wir da auf jeden Fall nicht aufhören mit. Da habe ich auch eine coole Überraschung. Da werde ich jetzt morgen ein Video hochstellen, wo ich euch eine neue Map zeige. Das ist ganz interessant. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf freuen. Und ansonsten, wie gesagt, versuche ich auf jeden Fall dieses Jahr mehr zu streamen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Streams wirklich so in einem Stück hochlade. Wobei ich irgendwie denke, das ist irgendwie alles immer so ein bisschen verschwendet. Wer guckt sich wirklich 2,5 Stunden so am Stück an? Daher bin ich noch am Überlegen, ob ich die Streams auch splitte und so gesehen Episoden einteile. Dadurch habe ich dann auch so ein bisschen mehr Vorlauf, sage ich mal. Also ich kann halt mehr Episoden draus machen. Weil momentan war ja hier eine ganz schöne Durststrecke mit so 2 Wochen. Da waren halt jetzt die Feiertage. Es war ziemlich stressig auf Arbeit und dann wollte man mit der Familie seine Ruhe haben. Deswegen habe ich mir jetzt mal so 2 Wochen Ruhe gegönnt. Jetzt will ich aber auf jeden Fall wieder durchstarten, aber ich will mir immer auch so einen Puffer schaffen für den Fall, dass ich mal irgendwie krank werde oder mal meine Ruhe haben will, dass ich aber trotzdem immer noch ein paar Videos in der Hinterhand habe. Aber der Plan ist auf jeden Fall mehr zu streamen und das dann halt auch in Stücken so gesehen hochzuladen. Ansonsten sind wir damit eigentlich erstmal durch. Genau, was anderes habe ich nicht. Mehr angezockt Videos kommen auf jeden Fall mit ganz viel verschiedenen Spielen. Hab jetzt auch im Stream Winter Sale so ein bisschen hier und da zugeschlagen und hab mir mal so ein paar Games gegönnt, sage ich mal. Da lohnt sich aber nicht extra eine komplette Runde zu machen, deswegen mache ich daraus wirklich ein angezockt. Und dann kommen wir auch schon zu den Spielen, die ich im nächsten Jahr auf jeden Fall auch zocken möchte. Wie gesagt, als allererstes auch nochmal, wie gesagt, großen Dank an alle momentan 499 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für eure Abos, dass ihr mich so gut unterstützt. Auch an die anderen nochmal, vielen, vielen Dank für die ganzen Aufrufe, für die positiven Bewertungen und vor allem für die ganzen Kommentare unter den Spielen. Viele haben mir wirklich sehr, sehr geholfen und da habe ich auch ein paar Sachen dazugelernt, sage ich mal. Und darauf kommt es mir eigentlich wirklich an, so die Interaktion. Und ich kann halt auch von anderen lernen, weil ich spiele zu viele Spiele durcheinander. Und deswegen kann ich jetzt nicht in jedem Spiel hier der absolute Supercrack werden. Aber mit ein bisschen Hilfe und ein bisschen Anregungen und Tipps und Tricks von euch können wir da, denke ich mal, einen ordentlichen Run immer hinkriegen. Und von daher, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Und worauf ihr euch im nächsten Jahr freuen könnt, habe ich hier mal was vorbereitet. Und zwar auch, wie gesagt, wenn Total War jetzt nicht so der große Burner auf dem Kanal hier von mir ist. Wie gesagt, ich spiele es persönlich immer noch sehr, sehr gerne. Und da soll jetzt in diesem Jahr Total War Thrones of Britannia kommen. Das ist eine richtige Saga. Das ist quasi, wird es auch so in 3 Teile unterteilt, denke ich mal. Haben wir hier auch Sound. Eieiei, noch so ein bisschen zu laut. Also man sieht schon, es spielt nicht mehr in einem Fantasy-Universum, sondern hat wirklich mit Wikingern zu tun. Spielt, glaube ich, um die 800, 900 nach Jesu Christi. Spielt hauptsächlich wirklich in Großbritannien, mit aber einer riesengroßen Karte. Und das wird auf jeden Fall ein Game. Ich kann noch nicht wirklich sagen, wann es rauskommt. Also ich finde, die Cutscenes sehen richtig gut aus. Die sollten auf jeden Fall in diesem Comic-Stil bleiben. Richtig, richtig geil. Ja, man spielt halt einen der vielen britannischen Clans, die sich hier so über die Zeit entwickelt haben. Und gleichzeitig invaden die Wikinger natürlich immer das Land. Ist auch schön gesagt. Ja. Oh ja. Genau. Also, wie gesagt, es wird wirklich so ähnlich sein wie jetzt Total War Warhammer, nur halt ohne den Fantasy-Aspekt. Hier Elfen, Orks und so weiter. Auch die Einheiten werden, denke ich mal, so ein bisschen originalgetreuer sein. Aber ich freue mich drauf, wie gesagt. Die Total War-Serie ist immer ein Garant dafür. Ich habe mich immer wirklich sehr gern unterhalten gefühlt von den Spielen und mir machen die super viel Spaß. Von daher könnt ihr euch, die es gerne gucken, auf jeden Fall darauf freuen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, sobald es irgendwie rauskommt.
oder man es anzocken kann. Und da werden wir auf jeden Fall auch eine komplette Kampagne dann einmal spielen. Was haben wir noch im Angebot? Wir haben dieses Spiel hier im Angebot, Frostpunk. Auch ein sehr interessantes Spiel. Ich hoffe mal, es ist nicht zu laut. Es ist von denselben Entwicklern, von denen auch This War of Mine ist. Also auch sehr selbstkritisch. Man sieht hier schon, also man ist quasi in einem totalen Blizzard-Sturm gefangen. Also die Welt ist auch schon untergegangen. Man startet mit seinem Hauptgebäude hier. Und ganz entscheidend in dem Spiel wird Feuer sein, also eine Wärmequelle und Nahrung natürlich. Wir hören es mal an. Hier sieht man auch, man hat bestimmte Entscheidungen, die man treffen kann, ob man natürlich die Kinder zur Arbeit gehen soll oder ob die Kinder Kinder sein sollen. Dann benutzt man so gesehen die Kinder auch noch als Arbeitskraft. Man kann so zwei Entscheidungen immer treffen. Eine ist halt so hart an der Grenze von, was darf man eigentlich, was nicht. Soll man die Kinder jetzt arbeiten lassen? Soll man sie nicht arbeiten lassen? Was ist aber, wenn sie nicht arbeiten und wir verhungern alle, dann sterben auch alle. Also es ist so ein bisschen fragekritisch, genau wie This War of Mine. Richtig gut gemacht hier, die hat sich scheinbar verletzt. Sollen wir sie weiterarbeiten lassen? Soll sie sich ausruhen können? Also es ist schon sehr interessant, wie man sich da entscheiden kann. Ja, auch. Genau. Das ist jetzt hier kein Technologiescreen, sondern wirklich, wie man Sachen herstellt. Ist es eher in einem ordentlichen Stil oder macht man jetzt ganz viel Wasser in die Suppe, damit man das strecken kann, damit die Leute länger Nahrung haben, aber nicht so nahrhafte Nahrung. Also es ist wirklich sehr interessant und gleichzeitig muss man sich natürlich hier auch komplett aufbauen. Um das Hauptgebäude rum ist die große Flamme, die alles so warm hält. Und je nach weiter draußen man halt kommt, umso kälter wird's, umso anstrengender wird's. Also sehr interessantes Spielkonzept. Ja. Hier ein bisschen größer machen. Ja, hier sieht man es auch so schön. Also hier ist euer Gebiet so gesehen, aber ihr könnt auch so ein bisschen außerhalb scouten, Leute retten, die gefangen sind irgendwo. Es gibt natürlich auch, ich weiß nicht, ob es auch Feinde oder irgendwas gibt oder Nahrung suchen. Ihr müsst halt wirklich gucken, ihr müsst versuchen zu überleben. Ja. Also das wird auf jeden Fall auch ein Game. Ja, die Stadt muss überleben. Was wir auf jeden Fall zocken werden. Ja, können wir auch schon adden, habe ich schon geaddet. Perfekt. Und wie gesagt, es ist von denselben Entwicklern 8-Bit Studio wie die auch von This War of Mine. Freuen wir uns schon mal drauf. Ich auf jeden Fall. Und ihr euch dann auch. Wer sowas mag, wer interessiert ist, kann wie gesagt dann gern an meinem Channel vorbeischauen und dann gucken wir uns das an. Es steht auch noch nicht so wirklich da. Es steht halt da, wenn es fertig ist, ist es fertig. Kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Kommt es Anfang des Jahres, kommt es in der Mitte. Müssen wir mal gucken. Als nächstes haben wir ein Spiel, da bin ich mir selbst noch nicht so ganz sicher. Mache ich es nicht? Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Es ist also ähnlich wie Railroad Tycoon, wie man es von früher kennt. Ja, jetzt wollen wir gar nicht sehen. Gibt es hier auch mal Gameplay? Ja. Naja, ist noch keine Ingame-Grafik, aber man baut sich halt ein Unternehmen auf, muss die Städte halt bewirtschaften. Ah, hier haben wir es besser. So geht's halt immer weiter, also man hat halt eine Weide irgendwie um der Ecke, baut da halt was für Kühe hin, die Kühe werden gemolken,
Die Milch kann man halt verarbeiten, zu der Stadt bringen. Die Stadt wächst dadurch, verlangt dann immer andere Sachen, noch mehr Güter, zum Beispiel Holz, Bauholz, Steine und so weiter. Also wie man es von früher kennt, jetzt weniger mit Railroad, aber man kann halt auch Straßen oder Schienen bauen. Und da wird es halt immer größer. Kommt hier noch irgendwas? Nee, leider nicht. Muss ich mal gucken. Ich würde es auf jeden Fall erstmal mir selbst mal angucken. Wenn mich das interessiert, können wir auf jeden Fall mal einen längeren Run machen. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich nur ein angezockt. Müssen wir mal gucken. Aber wer so Railroad Tycoon, weiß ich, was da noch für Sachen von früher halt gibt, das ist wirklich echt extrem so ähnlich aufgebaut von der Machart her. Da können wir auf jeden Fall mal ein paar Videos hochladen, denke ich mal. Das wird auf jeden Fall mit bei sein. Dann haben wir hier ein Spiel, das hat mir sogar jemand aus der Community vorgeschlagen. Game where you build a monster mansion. Ja, wir hören mal Use kurz rein. monsters, set traps. Ja, man baut halt eine Mansion mit Monstern. Und um jeden hier am Leben zu erhalten, braucht man natürlich Nahrung und man nimmt die Menschen als Nahrung, lockt die Menschen quasi so gesehen an in diese Menschen und benutzt dann so gesehen Fallen, um die zu töten oder gefangen zu nehmen und die dann, naja, zu benutzen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist so ähnlich wie Oxygen, könnte man jetzt denken. Nur halt ein bisschen auf witzig gemacht, sage ich mal. Und wo ich es zuerst gesehen habe, dachte ich mir so, meh, ist eigentlich nicht so meins. Ich würde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin ich mir aber auch noch nicht sicher, ob es jetzt ein richtiger Playthrough wird oder ob ich einfach nur mal ein paar angezockt Videos hochlade. Kommt da wirklich drauf an, wie das Spiel halt im Endeffekt ist. Man sieht jetzt hier wirklich nur Videos. Da holt man sich die Menschen so gesehen ran und frisst dann so gesehen ihre Gehirne, nachdem man sie irgendwie gefangen genommen hat und Schlimmeres gemacht hat. Mal gucken. Ja, man wird sogar angegriffen von Monster Huntern. Wow. Oh je. Oh Gott. Lol. Alles klar. Also ist auf jeden Fall sehr witzig gemacht und sieht interessant aus. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Mir gefallen hier zum Beispiel die ganzen Stats, die man hier unten so ein bisschen sieht, wo man ein bisschen drauf achten muss. Also wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Steht auch noch nicht. Eigentlich stand sogar da Fall 2017. Haben wir jetzt auf jeden Fall schon überlebt. Jetzt ist die Frage, wann es rauskommt. Kann jetzt erste Quartal sein? Keine Ahnung, vielleicht verschieben sie es noch. Müssen wir mal gucken. Das nächste Spiel, da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, ist von einer coolen Firma. Ich finde Paradox ist eine richtig, richtig gute Firma, die richtig coole Games selbst macht und auch published. Wir gucken uns mal das Video an. In groß. Das hat natürlich was mit dem Mars zu tun. Is to build a colony. A self-sufficient new world. Far away from Earth. Mal hier Untertitel. We know it's not going to be easy. But achieving dreams never is. In such an unforgiving environment. Ouch. But if humanity is to survive, we need to succeed. Ja. Wenn man das hier sieht, dann kommen gleich Parallelen auf. Hä, so ein Spiel hatten wir doch jetzt erst. Genau, richtig. Es sieht wirklich so ähnlich aus wie. Oh Gott, jetzt müsste ich lügen. Oh Gott, wie hieß denn das Spiel? Ich habe schon vergessen. Das haben wir eigentlich auch noch. Das ist auch noch im Early Access. Da müssen wir mal gucken. Avon Colony, genau. Jetzt kommt's wieder. Es ist wirklich so ähnlich gemacht, nur halt wirklich jetzt auf den Mars so gesehen gerichtet. Soll wohl auch so ein bisschen. This is why only the best and most talented people
have been selected for this mission. Isn't there a picture how it's gonna look when it's finished? Lol. Maybe there's one on the box. I don't think there is a box. Ja. Aber ihr seht schon, es kann ziemlich groß werden alles. Surviving Mars heißt das Spiel. Kommt 2018, yay! Also hier ist auch noch nicht ganz sicher, wann es genau kommt, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Es gibt sogar schon hier und da ein paar Early Let's Plays, kann man sagen. Hab's mir auch mal angeguckt, wie gesagt, sieht interessant aus. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Muss ich auch sehen, ob es was ist, was ich öfter mache, oder wie zum Beispiel Avon Colony habe ich jetzt auch nicht nochmal angerührt momentan. Da muss ich auch mal, ab und zu gucke ich ja immer mal, wie sich die Spiele so entwickeln, die ich jetzt noch in der Bibliothek habe. Aber wie gesagt, wenn ich es einmal angezockt habe und mich haut es jetzt nicht ganz so vom Hocker, dann weiß ich nicht. Aber zum Probieren ist auf jeden Fall gut, wird auf jeden Fall mindestens angezockt. Und wenn es mir gefällt, dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Hier haben wir auch mal ein paar Bilderchen, habe ich auch nochmal rausgesucht, wo man sich das angucken kann. Wie gesagt, es sieht noch ein bisschen, also die Kuppeln und so, das sieht cool aus. Wenn ich das Bild mal auf scharf stellen würde. Nee. Aber so der Boden, den finde ich noch so ein bisschen, der soll wahrscheinlich so trostlos sein, aber müssen wir mal gucken, was es da alles so für Möglichkeiten gibt, wie sie es aufbauen, was man so als Endgame-Content so hat. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir noch ein letztes Spiel, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, angekündigt, dass das kommen wird. Das ist bis jetzt auch noch nicht erschienen. Sieht so ähnlich aus wie Stardew Valley. Deswegen hat es auch gleich meine Attention bekommen. Und in dem Fall muss man sich einen Friedhof aufbauen, als man ist so gesehen der Friedhofbeaufsichtigte, der Bewacher, aber auch derjenige, der die ganzen Toten noch bearbeitet, bevor sie beerdigt werden und so weiter. Und es hat auch so einen leicht angehauchten Touch, wie wir bei dem anderen Spiel schon gesehen haben. Man kann halt die Leute selbst töten, um sie dann halt zu vergraben, um Kohle zu kriegen und so weiter. Also es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Es hat hier und da auch schon so ein paar Gameplays, so ein kleines gegeben. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf das Game. Gerade wenn jetzt Stardew Valley erstmal Schluss ist damit. Weil das so ein gutes Nachfolgeprojekt, müssen wir mal gucken. Da muss ich aber auch erstmal sehen, wie läuft das Ganze ab, was muss man genau machen, macht es Spaß überhaupt, ist es einfach nur ein Hin- und Hergerenne. Ja, müssen wir einfach mal ein bisschen drauf achten. Sollte jetzt eigentlich auch bald erscheinen, hoffentlich, müssen wir gucken. Aber auf jeden Fall haben wir damit erstmal eine gute Palette an Games, plus die Spiele, die ich jetzt einfach so mal anzocken werde. Es können ziemlich alte Spiele sein, es können recht neue Spiele sein. Wie gesagt, ein paar habe ich ja jetzt auch nochmal geholt bei dem Steam Winter Sale. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. 23 Minuten, holy shit, ganz schön lang geworden. Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für alle ganze Unterstützung, für die ganzen Aufrufe, Klicks, Likes und Kommentare. Wir machen in dem Jahr auf jeden Fall weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich glaube, ich habe die Zahl vergessen. Wir hatten über 400 Videos, haben wir auch schon. Ich hoffe natürlich, dass wir das dann verdoppeln können, dass wir quasi genauso viele Videos machen wie im letzten Jahr, wenn nicht sogar mehr. Und wie gesagt, auf jeden Fall versuche ich mehr zu streamen. Das habe ich mir ganz oben auf der Agenda raufgeschrieben. Einfach auch versuchen, so ein bisschen so einen Rhythmus reinzukriegen. Ich kann leider durch meinen Beruf keine Tage ausmachen. Und Samstag, Sonntag jetzt immer pauschal zu sagen, ja, da streame ich immer, kann ich auch nicht machen, weil hat ja auch Familie, Freunde, Freundin. Und da will man ja auch nicht immer absagen. Deswegen werde ich es versuchen, mindestens einmal die Woche einen Stream zu machen. Welcher Wochentag, muss ich mal rausgucken, ob da einer besonders gut immer rauspicken kann oder nicht. Aber es könnte halt, wie gesagt, ich versuche es rechtzeitig immer anzukündigen. Da werde ich auch noch ein bisschen nochmal Nachholbedarf haben, dass ich nicht eine Stunde vorher sage, ja, jetzt streame ich, sondern wirklich ein, zwei, drei Tage vorher, dass ich mir das so ein bisschen mehr planen kann. Und dann gucken wir einfach mal. Dann wünsche ich euch noch ein schönes neues Jahr 2018. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.